Ja, ich schon wieder. Ja, danach seid ihr mich auch los, keine Sorge. Es ist soweit. Endlich. Das lang ersehnte Secret Project. Warte, ich muss kurz den Edding aufheben. Der fällt hier mal runter. Ich habe heute im Gepäck, oder nicht im Gepäck, aber mit dabei, THQ Nordic. Einmal den lieben Flo. Applaus, Servus. Applaus, Applaus, hallo, Applaus. Hallo. Ja, danke schön. Und Jonathan. Hi. Nochmal, komm hier, zack, zack. Hey, hey, hey. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf unserer Bühne. Hier ist freie Platzwahl. Wunder, wir dürfen sitzen auf einer Bühne. Das ist ja ihr perfekt. Dürft sitzen, natürlich. Oh Gott, einer davon ist kaputt. Schön. Also ist nicht kaputt, aber der Fischkopf, der, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich fahre so ein bisschen hier rum, ist das okay? Ja, gut. Bis später. Kann ich euch was zu trinken anbieten? Nö, passt. Wir hatten ja gerade schon Red Bull hinter der Bühne. Also sind Red wir jetzt, Bull hattet ihr? Ein Kaltgetränk, Entschuldigung. Ein erfrisches Kaltgetränk? Ich hatte ja, noch kein Red Bull heute, bitte eins. Möchtest du eins? Gerne. Welches möchtest du denn? Gibt's die Yellow Edition? Yellow Edition? Ja, die haben wir. Witzig. Das ist meine Lieblings. Hilfe! Amadeus, das machen wir, das üben wir nochmal mit dem Einräumen hier. Ist ja echt ganz lustig, Jonathan. Du hast doch früher mal bei Red Bull gearbeitet, oder? Ja, kurzes Intermezzo bei Red Bull vor einem Jahr. Also kennst du die Produkte alle ganz gut von Red Bull Gaming und auch die, die man trinken kann? Habe ich schon mal gekostet, ja. Ja, dann ne? Prösterchen. So, sorry? Prösterchen, sagt man hier. Ja, sei langsam mit ihm, er ist Österreicher und er kann die, die Feinheiten der deutschen Sprache nicht so ganz verstehen. Die Feinheiten, ja, ja. Was? Schön laut und deutlich reden. Prösterchen. Ist auch ein schönes deutsches Wort. Also so Lautmalerei, ne? So. Okay, egal. Wir kommen jetzt mal zum Wesentlichen. Warum seid ihr denn heute hier? Was habt ihr für uns und was dürfen wir denn hier erwarten? Ja, wir haben ja vor wenigen Tagen unser neues Projekt zusammen mit Mimimi Games angekündigt, also Mimimi Games, die heißen wirklich so, weil die sich so oft beschweren, glaube ich. Und wir haben mit ihnen zusammen ein neues Desperados angekündigt, Desperados 3, ein Echtzeitstrategiespiel, ein Stealth-Game und das werden wir, glaube ich, uns in den nächsten Minuten... So wie das Bier? Bitte? So wie das Bier? Es gibt kein Bier gleichen Namens, nein, ähnlich. Okay. Doch ja, wie das Bier, aber es hat mit dem Bier nichts zu tun. Ja, wunderbar. Das ist schon 1 und 2 ist schon erschienen, ist aber schon ein bisschen her. Die waren Anfang der 2000er Jahre, gab es die so vor knapp 13, 14, 15 Jahren, muss das gewesen sein. Und die sind damals sehr gut angekommen. Das waren so Spiele wie Commandos, wenn das jemand kennt, oder Sherwood, dieses mit dem Robin Hood gab es noch. Robin Hood, Legend of Sherwood. Genau, also so ein typisches Stealth-Game, ein Strategiespiel, wo du halt wenige Leute hast, ja, und einen riesengroßen Level vor dir und irgendeine Aufgabe wie sprenge das, töte den, klaue jenes. Und wie du da hinkommst, ist halt vollkommen dir überlassen. Überall stehen Wachen rum und scannen das Gebiet und du versuchst halt mit deiner Gruppe dich da irgendwie durchzuschleichen, hier und da mal ein paar Wachen auszuschalten, möglichst lautlos. Also eben nicht das klassische, ich gehe rein mit der Knarre und baller sie alle weg, Actionspiel. Also das heißt, wir können uns das also vorstellen, so Vogelperspektive und ich habe hier so und mache hier und laufe und muss aber das alles ganz sneaky machen mit Schleichen und... Oder wollen wir uns vielleicht, habt ihr was mitgebracht? Wir haben eine ganze Menge mitgebracht. Beim ersten Mal haben wir so einen coolen Ankündigungstrailer. Einen Ankündigungstrailer. Den können wir uns hier erstmal anschauen. Danach können wir uns gerne Gameplay anschauen. Ja, das fände ich doch mal eine gute Idee. Dann kann man sich auch ein bisschen was Schöneres bildlich vorstellen. Da würde ich sagen, Film ab. Darling.
sehr schön. Da kriegt man ja schon mal einen ersten Eindruck. Wobei, ja, könnt ihr, ja, 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 könnt ihr mal klatschen. Dankeschön, dankeschön. Sehr schön. Also man sieht da auch, man kann da auch Katze, ne? Man wirft Katze. Katze ist effektiv und Hagrid war auch dabei. Also wir decken da ganz viele Versionen ab. Also im ersten Hagrid Moment heißt sogar Hector, also gar nicht so weit weg. Ah, okay. Also im ersten Moment sieht man vielleicht gar nicht, okay, das ist jetzt hier ein Strategiespiel. Das wirkt doch sehr actionlastig. Ja, man macht ja mal so, sag mal, einen Trailer, der ein bisschen was hermacht, ja, um mal das Interesse zu wecken. Und was wir mit dem Trailer gesehen haben, viele haben sich ja vielleicht gewundert, Moment, habe ich dieselbe Szene nicht gerade schon mal gesehen? Das soll halt so ein bisschen rüberbringen, dass das Spiel so ein typisches Try and Error ist, ja. Du versuchst was Schlaues, denkst, ich bring den um, ich bring den um, dann kann ich nach Hause gehen. Oh, ich habe den auf dem Dach vergessen, schade. Quick Load, ich fange nochmal von vorne an. Okay, ich knall den ab und den auf dem Dach, aber ich habe den im Planwagen mit dem Maschinengewehr vergessen, verdammt. Und den letzten Versuch haben wir dann quasi gesehen, wenn alles klappt, ja, das Team von den Helden die ganze Mission quasi locker erledigen kann. Und das ist dann die Idealvorstellung, die man im Spiel erreichen soll. Ich kann aber zwischendurch speichern, oder? Ja, du kannst das. Weil mein Problem ist ja immer, ne? Ich mache das ja auch so im 75. Versuch, dann schaffe ich das irgendwann. Quicksaving ist sogar eine der essentiellsten Dinge. Also wenn du länger spielst, wirst du drauf kommen, dass einfach einmal eine Minute Quicksaven oder einmal nach jeder gelösten Situation sofort der Quicksave kommt. Das wird irgendwann, geht's ins Blut. Alles klar, ja, das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Ich habe da echt Probleme sonst. Ja, ja, aber ist wirklich, es ist ja auch darauf ausgelegt. Du hast also normalerweise, wir fangen immer an, wir werden jetzt ja gleich ein bisschen Gameplay schon sehen. Du hast einen sehr großen Level vor dir, der auch locker mal so ein, zwei Stunden Spielzeit hat. Das kann jetzt, was wir gleich sehen werden, ist eine ganze kleine Western-Stadt im Endeffekt, wo auch relativ viel vor sich einfach so hin passiert, ohne dass man erstmal eingreift. Und du kriegst einfach nur die Aufgabe, ja, pass auf, hier sind fünf irgendwelche Schurken und die musst du erledigen. Wie du das machst, ist vollkommen deine Sache, ja? Und dann kannst du halt alles Mögliche versuchen. Okay, kletter ich jetzt da durchs Fenster, sieht mich dann einer, oh, erwischt worden und wieder laden. Ja, oder haue ich da irgendwie den Baum ein bisschen an, dass der vielleicht auf einen drauf fällt, kann ja mal sein, das klappt, aber dann wird der andere das mitkriegen und sieht mich, ich bin entdeckt und wieder laden und so weiter. Also man muss sich da relativ viel Gedanken machen. Man kann das natürlich auch komplett ohne Speichern spielen, wenn man möchte. Ja, wer das schafft, wer sagt, ich bin so clever, ich bin so gewieft, das ist doch ein Witz, das Spiel mache ich einfach mit links. Das geht natürlich, ja. Ist jedem überlassen, wie er möchte. Also ihr habt das jetzt mitgebracht für die Gamescom 2018, also das habt ihr auch jetzt erst vor ein paar Tagen so richtig geleakt. Genau, es war also nur geleakt haben wir es nicht, also geleakt haben wir es sogar wirklich doch, weil leider unser Twitter-Feed ist leider Mitternacht losgegangen. Der sollte erst morgens um 11 losgehen. Der war aber auch in 3 Sekunden wieder gelöscht, aber trotzdem. Wir haben das Spiel jetzt hier angekündigt bei der offiziellen Gamescom-Eröffnungszeremonie. Neben ein paar anderen Titeln wurde auch eben Desperados da das erste Mal gezeigt. Und ja, es ist halt für die Entwickler von Mimimi eine coole Sache. Ich meine, vielleicht kennt ihr ja irgendjemand, die haben vorher Shadow Tactics gemacht. Kennt das jemand? Hat das einer gespielt? Blades of the Shogun, ja, da sind schon ein paar hier. Ja, das ist im Endeffekt. Oder habt ihr Desperados, die alten Teile, schon mal gespielt, schon mal gehört, schon mal gesehen? Guck mal, hier einer. Ja, immerhin ein paar. Sieh mal, komm schon. Ihr dürft die Hände heben, das ist, ich tue euch nichts. Ja, also der erste Teil ist jetzt vor kurzem von uns so gepatcht worden, dass man auch auf Windows 10 und Windows 8 und diesen modernen Betriebssystemen und Linux auch spielen kann, das originale Desperados Wanted Dead or Alive. Alles klar, also. Ja, gut zu wissen, auf jeden Fall. Ne? So, ihr habt noch Gameplay dabei. Das würden wir uns bestimmt auch mal gerne angucken. Und wie ist das? Ihr hattet den Hauptcharakter John Cooper. Und man hat aber noch andere Charaktere jetzt mit dabei, zwischen denen man so ein bisschen, die man alle koordinieren muss irgendwie. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also sie haben grundsätzlich die unterschiedlichen Skills und sie verhalten sich auch ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel der große Typ macht auch mehr Lärm, kann dafür 2 Leichen auf einmal schleppen und sogar werfen. Die Kate ist zum Beispiel der Spezialist für Verkleidungen. Das heißt, wenn sie eine Verkleidung findet, dann kann sie in Bereichen, wo andere immer sofort attackiert werden, Leute ablenken, sie vielleicht sogar weglocken, solche Dinge. Und von der Bewaffnung her sind sie verschieden. Das werden wir aber dann mit dem Gameplay, das wir gleich starten könnten eigentlich. Ja, dann wir das gleich, starten wir gleich doch mal. Mit kommentieren. Und es wird 5 Charaktere geben. 5 insgesamt, ja. Wir erzählen aber jetzt erst über 4 etwas. Der letzte der 5. bleibt geheim, oder was? Das ist die mit der Katze. Die hier, Mrs. Norris, ja, hier. Wirft Katze, Katze ist effektiv. Genau, Katze. So, ja, gut. Dann sag doch mal was dazu. Also, typisch für die Serie sind diese grünen Sichtkegel,
Seit Shadow Tactics sind die Sichtkegel deutlich lesbarer geworden. Das ist eine Innovation von Mimimi, dass man in diesem dunklen Bereich immer weiß, wenn du da rein gehst, wirst du nicht entdeckt, solange du gecrouched bist. Oder geht da jetzt eine Falle oder was? Also genau. Diese drei Gegner, red doch mal Deutsch. Ja, diese drei Gegner sehen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich einen attackiere, dann ist Alarm. Jetzt locke ich aber diesen hier raus, irgendwo in einen Bereich, wo ihn keiner sieht. Und die Falle schnappt zu. Hector kann das mit diesem Pfeif-Skill machen, wo diese einfachen Guards dann dem Lockruf folgen. Ganz wichtig ist immer, die Leichen verstecken, weil Patrouillen, wenn die eine Leiche entdecken, dann wird wiederum Alarm geschlagen. Und Alarm bedeutet Verstärkung und Verstärkung bedeutet große Probleme. Wir haben in dieser Mission die beiden Charaktere John Cooper und Hector. Hector ist ein neuer Charakter in der Serie und hat einige zusätzlich zu dieser Falle und seiner Axt hat er eine abgesägte Shotgun und ist sehr gut in Kombination mit Cooper, wo er ihn zum Beispiel diesen Gegner gleich weglockt und Cooper mit dem Wurfmesser seinen klassischen, seinem Markenzeichen eigentlich da diesen Gegner erledigt. Wir sehen schon der erste Quicksave nach zwei Gegnern. Das ist eigentlich eine sehr frühe Mission, noch nicht so schwierig wie die anderen, aber trotzdem Quicksave, Quickload ist einfach sehr, sehr wichtig. Was wir jetzt machen ist John Cooper mit dem Wurfmesser wieder. Doch dieser Gegner ist speziell, der hat eine Panzerung und dem macht das gar nichts, aber wird natürlich aufmerksam durch das Messer. Schlägt Alarm, wir sehen aus dieser Hütte kommen zwei zusätzliche Guards raus und die kann man zwar erledigen, aber so wie wir jetzt sehen, auf der linken Seite ist Coopers Health und oben auch, die nimmt sehr schnell ab, er steckt sehr wenig ein und aus. Gott sei Dank quick gesaved, nicht viel verloren. Also man fängt wieder bei dem an mit der Panzerung, dann muss man sich was anderes überleben. Kein Wurfmesser nehmen, sondern wie kann man den dann überlisten? Also der ist jetzt gepanzert für Messerwurf oder wie? Oder würde der jetzt auch, wenn er in eine Falle reinläuft, würde die Falle auch den nicht... Auch die Falle, also der ist auch schlau, der geht ja nicht in die Falle, also der würde das sehen. Aber Hector ist der starke Guy, die sind gleich stark und Hector überrascht ihn hier und Hector kann sich um solche Leute kümmern. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn der Hector mal nicht dabei ist. Das passiert auch immer wieder, dass es Missionen gibt, wo zum Beispiel Kate und Cooper alleine sind. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, diese Leute fertig zu machen oder halt zu umgehen. Umgehen ist immer eine valide Option. Wir haben ja auch eben schon gesehen, als wir gegen ihn kurz gekämpft haben, es war ja schon so ein kleines Feuergefecht, dass man die Pistolen zum Einsatz kam. Das kann auch funktionieren in dem Fall. Also man hat schon die Möglichkeit, sich auch eine Taktik, wenn man sich mal ein bisschen vertan hat, sage ich mal, trotzdem ist noch wieder gerade zu biegen. Nur meistens ist es eben so, dass dann sehr, sehr viele andere Guards, Schurken und so weiter noch angerannt kommen und dann hat man halt meistens das Problem, dass man irgendwann mit der Übermacht nicht mehr fertig wird. Und hier sehen wir jetzt was Spezielles, das ist neu. Das gab es bei Shadow Tactics noch nicht und auch bei einer alten Desperados. Hier sind jede Menge Gegner unterwegs auf der Straße, aber das ist eine Zivilistenzone und da fallen wir nicht auf. Also da hat jeder eine Waffe mit, da fallen wir überhaupt nicht auf und sind unverdächtig. Das heißt, die Gegner können uns von nächster Nähe sehen und wissen nicht, dass wir gefährlich sind für sie. Das ändert sich sofort, wenn wir jetzt irgendwie was Dummes machen, Waffe ziehen, jemanden attackieren. Und diese Noodle Zone ist hier, in dieser Map ist sie auf der Straße und wir spazieren jetzt einfach rum und belauschen verschiedene Gespräche und durch diese Gespräche wird man immer Hinweise auf clevere Missionslösungsmöglichkeiten finden. Beispielsweise hier sieht man diese zwei Damen im Bordell auf dem Balkon. Die unterhalten sich über einen speziellen Gast, der statt mit Geld gerne mit Laudanum bezahlt. Und dieses Laudanum ist in Kombination mit dem Whisky, den unsere Zielperson, das ist die Dame mit dem blauen T-Shirt da oben, die sollen wir ums Eck bringen und das wollen wir in diesem Gameplay, in dieser Demo eben sehr sneaky machen mit einer Vergiftung. Was wir vorher erfahren haben, ist, dass die Dame sehr gern Whisky trinkt und man sieht auch weiter unten dann bald das bewachte Whiskyfass
Und um zu dem Whiskyfass zu kommen, müssen wir mal in den Hinterhof. Wieder gespeichert. Der Hinterhof ist bewacht von diesem Typen da. Der sieht alles sehr gut, da gibt es kein Vorbeikommen. Deswegen wählen wir jetzt einfach den anderen Eingang in diesen Hinterhof. Da sind ebenfalls Wachen, aber die sind nicht so aufmerksam. Die patrouillieren auch hin und her, quatschen auch immer wieder miteinander. Und das werden wir jetzt einfach ausnutzen. Und dieser Bereich, der ist dann gekennzeichnet durch diese rote Linie eben. Da weiß ich, okay, wenn ich da drüber, ne, so sieht er mich und da bin ich noch Zivilist. Genau. Sobald ich da aber reingehe, fangen die an, hier, hör mal, Freund, du bist aber jetzt wieder raus ganz schnell. Genau, da gibt's zuerst gibt es mal eine Warnung oder zwei. Und wenn man dann trotzdem noch weitergeht, dann folgt die Attacke und der Alarm. Jetzt außerhalb des Sichtbereichs schleicht Cooper hin und er, jetzt zeigen wir was Neues. Er wirft eine Münze und die erzeugt dieses Klimpern und lenkt die beiden ab. In dieser Zeit schleicht er sich rüber. Im Busch ist er immer unsichtbar, wenn er in der Hocke ist. Und jetzt, wenn er das Wurfmesser jetzt werfen würde, würde sein Kumpel das auch sehen. Aber dieser blaue Kreis zeigt auch, wo das Röcheln, das Todesröcheln gehört werden würde. Deswegen warten wir ab. Das Messer ist jetzt aber noch in der Brust des anderen. Darum haben wir den jetzt ausgenockt. Und ausgenockte Gegner kann man jetzt diesmal, anders als bei Shadow Tactics, auch fesseln und muss sich nicht immer final um sie kümmern. Und den Kollegen, der gefesselt ist, versteckt man trotzdem im Busch zur Sicherheit. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass der Hector eben zwei... Der Hector, der ist immer der hinter mir aufräumt, so, genau, wenn ich dann langlaufe. Der Mann fürs Grobe. Hector macht das erstens gerne, zweitens kann er zwei Gegner tragen, er kann sie sogar werfen und er kann sogar laufen dabei. Die anderen tun sich ein bisschen schwer, die sind langsam, wenn sie einen Gegner schleppen. Also Hector ist wirklich der Mann fürs Eingemachte. Bei den ganzen Charakter-Designs haben wir uns natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, an Western-Klischees orientiert. Also ein Hector ist durchaus eine etwas raubeinigere Version von einem Bud Spencer zum Beispiel, den ja wahrscheinlich viele kennen. John Cooper, eher so der klassische Clint Eastwood-Western-Held-Typ. Und die anderen Charaktere haben durchaus auch gewisse Vorbilder, die man erkennen könnte. Yeah, I'm red. Und wie schon von Florian vorher erwähnt, Schusswaffen müssen einen Platz haben in einem Western-Spiel. Und das werden wir jetzt kurz demonstrieren. Wir haben schon die Shotgun gezückt. Man sieht die Range von der Shotgun. Man sieht, dass hier eine riesengroße dieser blaue Kreis. Das war jetzt ein Double Kill, oder wie? Also das ein war Schuss? Ein Double Kill. Also alles, was in diesem roten Cone ist, in diesem Kegel. Aber da kommt jetzt ja auch keine Security, ne? Also genau. Da unten stehen ja noch, genau. Da links und unten. Genau. Und die haben das jetzt nicht gehört. Das war jetzt unser Fehler. Der hat die gesehen, ist hingegangen und wie wir uns um den kümmern, hat sein Kumpel den gesehen, wird Alarm auslösen, es kommen von allen Richtungen Schwärme. Jetzt kommen auch noch neue raus. Genau. Die würden uns jetzt suchen und finden und würden uns, vielleicht würden wir sie schaffen, aber sie würden uns Gesundheit kosten und normalerweise lädt man da wieder, vorausgesetzt man hat halt nicht so lange vorher gespeichert. Jetzt sehen wir die ganze Situation nochmal und zwar richtig gelöst. Nochmal dieser blaue Kreis von der Shotgun, der eigentlich fast den ganzen Bildschirm abdecken wird, das ist der Lärm, den er macht. Das heißt, da muss man immer aufpassen, die Schusswaffen in Sektoren zu benutzen, wo entweder sonst keine mehr da sind oder wo es okay ist, dass die ganzen Gegner auf diese Stelle, wo die geschossen werden. Aber wir haben ja gerade gesehen, also die kamen ja raus aus dem Häuschen da. Also wenn ich jetzt denke, okay, da steht nur noch einer, komm, den streck ich mal nieder. Dann kann das ja durchaus passieren, dass wir da doch auf einmal doch noch welche über den Weg laufen. Wir sehen das so, es gilt so lange als Stealth, solange keiner mehr überlebt, der schreien kann. Es ist natürlich, wenn der da direkt neben der Hütte, wo die drinnen sind, schießt, könnte man sagen, ja, die müssten eigentlich rauskommen. Aber es ist eine wilde Westenstadt, wenn da einfach ein bisschen geschossen wird, das kümmert die nicht beim Kartenspielen und beim Schnapsaufen. Ja, ich glaube, das ist da gang und gäbe jeden Tag so. So, also Hector wieder mit seinem Lieblingshobby. Menschen tragen und verstecken. Cooper hat sich rechtzeitig um den anderen gekümmert, bevor er ihn gesehen hat, beziehungsweise bevor er in den Sichtkegel seines Kollegen da unten gegangen ist. Und jetzt sind wir so weit, dass wir das Haus quasi betreten könnten. Innenräume ist auch was, wo ein stärkerer Fokus drauf liegen wird. Wird es immer wieder geben in einigen Missionen. So, wir sehen jetzt, er hat einen Weg gefunden, um auf diesen Balkon rüber zu springen.
Und in diesem Raum drinnen ist bewacht dieses Gift, das wir halt eben klauen wollen und verwenden wollen. Der Linke mit dem Kegel, den wir jetzt sehen, bewacht aber diese Tür eigentlich recht gut. Wir wissen aber schon von Beobachtungen, und das ist etwas, was man sehr viel macht in diesem Spiel, Situationen analysieren, die Angewohnheiten der Gegner beobachten, und wir wissen, da kommt immer wieder sein Kollege vorbei, die quatschen kurz, und dieses ganz kurze Zeitfenster nutzen wir jetzt, um da reinzuhuschen, uns das Laudanum zu schlappen und so schnell wie möglich wieder rauszuhuschen. Das war sogar ziemlich knapp, aber knapp geht es meistens zu. Also das heißt, wir haben jetzt hier die zwei Charaktere. Liegt das daran, dass wir jetzt noch so früh im Game sind? Oder also wie funktioniert das? Hat man von Anfang an jetzt eine gewisse... Oder kannst du sagen, ich möchte jetzt von Anfang an die und die dabei haben? Oder baut sich das auf? Also das grundsätzlich ist immer vorgegeben, welche Mission von welchen Charakteren gespielt wird. Das hat zum einen Storygründe. Also manchmal gibt die Story vor, der kann jetzt da gar nicht sein, weil der ist mit seinem Kumpel da... muss was Wichtiges machen. Und es ist auch so, dass wir halt einfach die Characters ergänzen sich sehr schön. Und man kann dann wunderbare Skill-Combis machen. Und dadurch, dass wir in verschiedenen Missionen mit verschiedenen Charakteren immer unterwegs sind, wird der Spieler dazu quasi ein bisschen motiviert, verschiedene Sachen auszuprobieren. Sachen ausprobieren, es funktioniert 10-mal nicht, beim 10-mal funktioniert es, ist dieses, das gibt diese spezielle, das ist richtig ein großer Teil vom Spielspaß, den dieses Genre ausmacht. Ja, und von der Story her ist es auch so, dass John Cooper quasi der Hauptheld ist und der hat eine Aufgabe, wenn man mal so nennen möchte, oder hat eine Mission und er trifft halt die anderen Charaktere während der Geschichte. Und dann schließen sie sich ihm quasi an, dass man im Endeffekt so eine kleine Bande oder einen Desperados-Gang quasi schon fast gründet. Genau. Also sie haben, John Cooper hat ein großes Motiv und seine Gefährten haben auch Motive und es passt meistens zusammen. Manchmal wird es Konflikte geben, aber irgendwann raufen sie es zusammen und ganz am Schluss wird man mit allen fünf gleichzeitig spielen. Also da ist dann der Master-Multitasker gefragt. Genau. Ne? Es ist sehr Multitasking-lastig, aber es gibt auch wieder, es wird wieder ein Feature geben, wo man Aktionen vorspeichern kann, die dann gemeinsam auf einmal auslösen wird. Und hier sehen wir jetzt, also der hat jetzt das Gift besorgt. Jetzt haben wir ja natürlich jetzt nicht hier, also ich habe jetzt nicht geschaut. Hat er das jetzt, was hat er jetzt gemacht damit? Genau, also wir haben jetzt uns um noch ein paar Guards gekümmert und das Gift ist auch tatsächlich schon im Fass. Der eine Gegner liegt so glücklich im Eck, dass sie das nicht bemerken wird. Und der John Cooper, der steht da gerade im Kasten und geht sicher, dass das Gift jetzt quasi abgezapft wird. Und jetzt können wir einfach nur mal warten und zuschauen. Wir haben uns schon um fast alle Gegner gekümmert. Da gibt es noch einen, der uns sehen würde beim Rausgehen. Dann machen wir wieder den Münztrick. Und was haben wir denn da? Wir haben das Messer, also genau. Wurfmesser, Münze genau. Und Waffen, also Pistolen. Ja, Cooper ist der Einzige mit zwei Schusswaffen. Der wird ja auch mit seinem Spezialskill, wird er sie... Gürtel. Genau, diesen da macht er auch, ja. Ah, okay. Mit beiden. Und sein Spezialskill ist ja, dass er halt zwei Gegner auf einmal in verschiedene Richtungen ausknipsen kann. Jetzt wird der Whisky serviert. Und damit ist dann auch einmal dieser erste Gameplay-Eindruck, den wir da recht oft herzeigen jetzt auf der Messe, mit diesem doch sehr sneaky way, wie man dieses Bordell oder diese Wild March neutralisieren kann, ohne das Bordell zu stürmen und jeden da quasi ums Eck zu bringen. Jetzt ist es passiert. Jetzt gibt es trotzdem noch Action. Die haben das jetzt bemerkt? Ja, sie haben es grundsätzlich bemerkt, weil es ist ja komisch, wenn jemand vergiftet am Boden liegt, aber sie haben nicht den Verdacht, dass da jetzt irgendwer versteckt ist. Sie verstehen das nicht. Also genau, ne, wie genau, so genau. Wer und so. Genau. Und jetzt spazieren wir da einfach raus. Genau, jetzt spazieren wir raus. Diese Westernstadt, da gibt es noch andere Ziele, die wir beseitigen müssen. Die Bewohner von dieser Westernstadt werden terrorisiert von einer bösen Eisenbahngesellschaft, die da einfach rücksichtslos die Eisenbahngleise durchbaut und alles niederreißt, was im Wege ist. Die machen auch noch ganz viele andere Unnettigkeiten und um das kümmern sich jetzt Hector und John Cooper. Ja, sehr schön. Also ich finde, da bekommt man schon mal den... Oh, was ist da noch?
Jetzt geht es wieder von vorne los, müssen wir uns nicht mehr weiter anschauen. Also, ja, ich glaube, wir haben noch so weit verstanden. Also das heißt, wir haben auch mehrere Gegenden. Du hast jetzt gerade von der Westernstadt gesprochen. Gibt es also, da noch mehr? Also, oder ist das jetzt noch? Genau, es beginnt in Colorado. Sehr typisches Setting, da wird es Eisenbahnmissionen geben und diese Stadt, vielleicht kann man auch eine Brücke sprengen, könnte sein. Und dann, könnte sein. Und dann, oder eine Hochzeit. Und dann geht es weiter in den Süden, dann wird es im Umland von Louisiana, was auch für die Serie sehr typisch ist, also das wird die Fans hoffentlich freuen, dass wir da auch wieder das wieder besuchen. Und dann wird es natürlich, wenn es zum großen Finale hingeht, wird es auch Western, Wüsten und Canyons und solche Dinge. Also wirklich sehr Spaghetti-Western klassisch. Volle Breitseite. Genau, Western Story. Genau. Wir haben also im Endeffekt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Spielzeit pro Karte eingeplant, pro Map, pro Mission, wenn man so möchte. Und wir kommen so ungefähr auf, würde ich sagen, knapp 30 Stunden Spielzeit werden es dann schon werden. Genau, also man kann es natürlich. Man kann es natürlich gründlich spielen und sich immer um alle kümmern. Dann wird es sicher 30 Stunden dauern. Kommt auch darauf an, wenn man immer wenn man schon viele solche Spiele gespielt hat, kann man es vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Aber wir haben uns einige Sachen überlegt, die auch sehr viel Replay-Value dazugeben. Also, dass der Wiederspielwert groß ist. Man kennt schon diese Badges von Shadow Tactics, aber ich kann versprechen, wir werden da noch einen draufsetzen und für Abwechslung sorgen. Alles klar. Ja, da bin ich mal gespannt. Wann darf man das erwarten? Dauert noch ein Weilchen. Es wird bis Sommer 2019 dauern. Und dann kommt es für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Alles gleichzeitig. Ja. Ja, wunderbar. Sommer 2019. Ja, genau, dann, also nächstes Jahr sind wir wieder da. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Gibt es noch was ihr zwingend loswerden wolltet, wo ich euch jetzt noch nicht habe zu Wort kommen lassen? Nee. Alles nee, war gesagt. Super. Schön, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr da wart. Einen großen Applaus bitte Dankeschön. Für die THQ Nordic. Dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Gamescom. Schön, Dankeschön. Dass ihr da wart. Dir auch. Dir auch. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ja, das war's von mir erstmal für heute. Wir machen wieder einen kleinen Energy Break und danach haben wir, wenn hier gleich noch das Programm angeschlagen wird, heute noch 1-2 Programmpunkte, beziehungsweise 3. Und zwar geht es hier weiter um 15 Uhr mit Sturmwaffel Goes Retro. Was war das? Okay, da haben wir schon den ersten. Alles klar. Da kommt der Fabian nämlich auf die Bühne und der wird sich um die kümmern, oder um den. Ja, ist ja ein R. Genau, und da werden ihr Retro-Spiele zocken. Und da könnt ihr natürlich gerne auch wieder hier bleiben oder kommt kurz wieder, wenn ihr auf dem Klo wart oder ein bisschen Gesicht in der Sonne gehalten habt. Und danach werden wir hier live on stage Jan Hegenberg haben. Der wird hier ein bisschen spielen. Abgelöst wird er dann von DJ Magdi mit Beats and Cans. Also ist noch ein bisschen was auf dem Programm. Ja, vertretet euch kurz die Beine. Und dann würde ich sagen, seht ihr den Fabian und die Sturmwaffel um 15 Uhr. Vielen Dank und eine schöne Gamescom euch noch von mir. Vielleicht bis morgen und bis bald.